Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ja doch einige alte Röhrenfernseher, die natürlich nur analoge Signale im VHF- und UHF-Bereich empfangen können. Und wie man dafür ein Signal bekommt, dass man die Geräte heute noch nutzen kann, das werde ich euch heute zeigen. Bis gleich. Ja, dafür benötigen wir einen einfachen Videorekorder. Die sind teils zu verschenken bei eBay drinne oder extrem billig. Die will ja niemand mehr haben. Aber wir brauchen einen, der einen analogen Videoausgang hat. Das haben eigentlich die meisten bis alle. Ja, und entweder kann man da dann so die Videokassetten gucken oder man kann auch einen DVB-S-C oder T2-Receiver dran anschließen. Dann kann man auch normales Fernsehen mit den alten Geräten gucken. Aber ich habe es mal jetzt so bei den Videokassetten belassen und wie ich das hier auf die drei Fernseher verteilt habe, das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, erstmal sehen wir hier hinten schon eine Kroko-Klemme. Die ist da angeklemmt in dem Ausgang, weil ich keinen Stecker mehr hatte. Ja, und da geht einfach so Blumendraht lang. Ja, und dieser Blumendraht ist dann auf der anderen Seite um die Antenne dieses einen Fernsehers hier gewickelt. Dadurch bekommt erstes Mal natürlich der Fernseher das Signal in bester Qualität. Und da die Antenne ausgezogen ist, strahlt er das Signal auch noch aus hier zu den benachbarten Antennen, die daneben sind, hier von den drei Fernsehern. Die mittlere Antenne strahlt das Signal dann auch noch für die anderen Fernseher aus. Und ja, ich werde das Ganze mal einschalten. Bis gleich. So, nun sehen wir erstes mal wieder hier auf dem Video das gute alte Flimmerproblem. Aber wir sehen auch das Onscreen-Menü quasi von diesem VHS-Rekorder auf allen drei Fernsehern. Der hier empfängt es direkt übers Kabel und die anderen beiden empfangen es terrestrisch über ihre Antennen. Und ja, ich kann natürlich auch hier die Kassette starten. Und ja, und abgesehen vom Flimmern, was man ja in Wirklichkeit nicht sieht, haben eigentlich alle ein ganz brauchbares Bild. Auch Ton. Ich kann hier mal Ton machen. In seinen Hals und... Ja, der mittlere hier hat ja keinen eingebauten Lautsprecher. Ja, hier muss ich mit der Vertikaleinstellung manchmal gucken, aber... Ist da irgendjemand? Hier ist niemand aus uns kleinen Werwölfen. Aber sonst Ton hat er auch. Und ja, so bekommen eigentlich fast beliebig viele Fernseher. Die Reichweite geht etwa ein ganzes Zimmer, kann man das Ganze empfangen. So kann man eigentlich beliebig viele analoge Fernsehgeräte über ihre Antenne versorgen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Fernseher nicht zu neu sind und keine Antenne mehr angebaut haben. Die Qualität ist natürlich nicht super. Zeigt mal hier bei dem, der direkt angeschlossen ist, ist die Qualität etwas besser. Hier bei den anderen ist dann schon etwas Krisseln drinne. Kamera stellt nicht jetzt. Jetzt ist scharf, ist schon etwas Krisseln drinne. Es geht aber. Wenn man sich das hier mal anguckt, eigentlich ist das Bild auch bei den anderen Geräten relativ gut, obwohl sie das über die kleine Entfernung terrestrisch empfangen. Ja, der Sendereinstellung muss sehr genau sein. Den Kanal kann man ja auch hier am Videorekorder mit dem Schraubendreher einstellen. Hier sehen wir schon, wenn er nur wenig dreht, bricht das Bild gleich zusammen. Ja, und hier bei den beiden Fernsehern muss man auch feiner machen mit der Vertikaleinstellung. Das ist komischerweise hier bei dem Filetter nicht so das Problem. Und ja, das war's dann mal wieder von mir. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr alte Fernseher mit einem Videosignal versorgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!